Gehe weiter, also ja, ich kann verschiedene. Gehe zur Lotti-Lulans-Stollen. Und es verbraucht halt jeden Tag Nahrung. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt die kürzeste Strecke zu diesem Fragezeichen. Das wäre also hier rum. Gegen Mittag, als die Sonne hoch am Himmel steht und dir erste Schweißtropfen auf die Stirn treibt, erkennst du etwa 100 Meter vor dir eine Bewegung neben der Straße. Einige Krähen picken an etwas im hohen Gras herum. Gehe auf der Straße weiter, bis du mehr erkennen. Das bleibe stehen und beobachte die Dein Szenerie Blick schweift aufmerksam. über das Gras, die Büsche und die wenigen Bäume, die sich links und rechts vom Weg befinden. Der Wind streift über das Gras und lässt die Blätter der Büsche erzittern. Das Picken der Vögel wird nur von ihrem gelegentlichen Aufflattern unterbrochen. Sonst siehst du nichts. Okay. Gucken wir mal, ob wir auf der Straße mehr Als du erkennen das können. Blut auf dem Weg siehst, versuchst du dir einzureden, dass es von einem Tier stammt, das zufällig genau auf der Straße von einem Jäger getötet wurde. Du weißt, dass das unwahrscheinlich ist. Und deine Hoffnung schwindet vollends, als zwei menschliche Körper im plattgedrückten Gras neben dem Weg auftauchen. Das ist nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das random, so eine random Begegnung ist oder ob das jetzt geskriptet ist. Aber so wie es aussieht, werden wir gleich Gesellschaft kriegen. Suche nach Spuren. In der Umgebung der Leichen siehst du keine Spuren eines Kampfes. Wurden sie von einem Begleiter erstochen? Ein Fremder hätte sich kaum unbemerkt an sie heranschleichen können. Vor dir liegt ein schmächtiger Mann, gekleidet in eine teure Robe. Sie ist in den Farben von Turgur, dem Schönen, einem der sechs Magi, gestaltet. Es muss sich um einen seiner Famuli handeln. Du kannst keine Wunden erkennen. Du blickst auf einen großen, breitgebauten Mann hinab. Er trägt eine dunkelbraune Lederrüstung, die mit Eisenplättchen verstärkt wurde. Ein Schwert liegt neben ihm. Wollte er sich gegen etwas oder jemanden verteidigen? Am Schwert ist kein Blut. Rucksack. Ein Rucksack, der vermutlich einem der beiden Toten gehörte. Er wurde anscheinend durchsucht und danach achtlos weggeworfen. Gucken wir mal, ob wir was Nützliches drin finden. Du findest einige Gebrauchsgegenstände, etwas Proviant und eine Landkarte. Auf ihr ist ein Reiseweg von Porista, der Hauptstadt des Magus Nudin, zu Lot Ionans Stollen eingezeichnet. Die waren wohl auch unterwegs, um Lot Iolan Bescheid zu sagen, wegen Nudins Anliegen. Anliegen. Ah, nichts. Gucken wir uns noch die Büsche hier an. Wieder nicht. Du stockst. Da ist etwas. Noch ein Rucksack. Gucken wir mal, was da drin ist. Du öffnest den Rucksack und erkennst, dass er bereits durchwühlt wurde. Neben einigen Gebrauchsgegenständen und Schreibutensilien findest du ein Säckchen voll Gold und einen Talisman. Das Gold ist der Beweis, dass es sich nicht um einen Raubüberfall gehandelt hat. Die können eh nichts mit dem Gold anfangen. Das ist kein Diebstahl, wenn ihr schon tot seid. Du wirfst den Leichen einen entschuldigenden Blick zu. Die Goldmünzen wandern zu den anderen in deinem Beutel. Und den Talisman. Wärme und ein Gefühl von Geborgenheit durchfluten deinen Körper, als du den Talisman berührst. Du fühlst dich sicherer allein dadurch, dass du ihn in der Hand hältst. Dich nehme ich mit. So, 50 Erfahrungspunkte. Talisman des Schutzes bei erlittenem Schaden 50% Chance, den Schaden um 50% zu reduzieren. Ah. Gut, so können wir das auch ausrüsten. Du lässt den Blick noch einmal über die Gegend schweifen und fragst dich, was du als nächstes tun sollst. Nach weiteren Hinweisen noch suchen, ob hier noch irgendwo was versteckt sein könnte. Wobei das nicht so wirklich danach aussieht. Ich
kann halt nur die Leichen nochmal untersuchen. Drehe die Leiche um. Ah, das kann ich auch noch machen. Bei Wrackers. Du erkennst dünne Stichwunden auf der Brust des Mannes. Die Stiche sind zu groß, um von Pfeilspitzen verursacht worden zu sein, aber zu schlank für Schwertwunden. Also ein Dolch. Drehen wir ihn auch noch um. Der Mann weist dieselben Stichwunden auf. Es ist offensichtlich, dass beide Männer von derselben Waffe getötet wurden. Doch was diese Waffe ist, vermagst du nicht zu sagen. Irgendwas Dolchmäßiges auf jeden Fall. Und schön, dass wir Erfahrungspunkte kriegen, dadurch, dass wir uns hier noch ein bisschen umsehen. Also, das war's jetzt. Begraben wir sie noch. Nachdem wir ihr Gold genommen haben, ist es das Mindeste, was wir tun können. Und dann geht es wohl weiter. Es ist eine zeitraubende und anstrengende Arbeit, die flachen Gräber mit einem Stock in den harten Boden zu graben und die Leichen mit einigen Steinen abzudecken. Du hoffst, damit die Krähen wenigstens für eine Weile von ihrem Mahl fernzuhalten. Du setzt deinen Weg fort, um vor Einbruch der Nacht noch einige Meilen zwischen dich und deinen grausigen Fund zu bringen. Ja. Ich gehe am besten hier in das Dorf und da gucke ich mich mal hier unten um, was hier so ist. Nebenbei sehen wir eigentlich was vom Toten Land. Ja, eigentlich müsste das hier das Tote Land sein. Ja, Zon Balsor ist die Festung der Albe hier. Gut, gehen wir weiter. Oh, Zwergenhändler. Die bewegen sich auch. Brachstein. Gut, gehen wir weiter. Ein Stück abseits vom Weg siehst du einen flackernden Lichtschein durch die Bäume. Er könnte von einem Lagerfeuer stammen. Ein Stück abseits, ja. Nähere dich hörbar dem Feuer, um niemanden zu erschrecken. Schleiche dich näher heran, um heran es zu bekommen, wer das Feuer entzündet hat. Du schleichst durch das Gebüsch in Richtung des Feuers. Doch du kannst leises Klappern deiner Ausrüstung nicht verhindern. Und immer wieder brechen kleine Zweige unter deinen schweren Schritten. Du fluchst leise, doch du setzt deinen Weg fort, bis du etwas erkennen kannst. Drei breitschultrige Männer mit Äxten sitzen an einem Lagerfeuer, über dem zwei Kaninchen brutzeln. Allein die Tatsache, dass die Männer laut miteinander scherzen und nicht auf ihre Umgebung achten, hat deine Entdeckung bisher verhindert. Schleiche dich zurück und setz die Reise fort. Nee, reden wir die Männer mal an. Als du den Rand des Feuerscheins erreicht hast, sagst du freundlich: Seid gegrüßt, mein Name ist... Die Männer sind aufgesprungen und greifen zu ihren Äxten. Wer ist da? Ja, hab ich mir gedacht. Nicht wieder. Ist das ein Unterirdischer? Die Männer beäugen dich misstrauisch. Entschuldigt die Stirn, mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin ein Reisender und hätte nichts gegen ein warmes Feuer und Gesellschaft. Leg die Waffen weg, dann können wir uns unterhalten. Ja, ich hätte nichts gegen ein warmes Feuer und Gesellschaft, wobei die sehen nicht sehr freundlich aus. Fragen wir mal, wie wir mein das Vergnügen haben. Deal. Dürfte ich erfahren, mit wem ich das Vergnügen habe? Mhm. Ein dahergelaufener Unterirdischer redet wie ein König. Wir sind Holzfäller, rede auch so mit uns. Oder besser noch, verschwinde. Ich wollte nur höflich sein. Spar dir deine Höflichkeit und deine schönen Worte, Unterirdischer. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Der Mann verstärkt den Griff um seine Axt und funkelt dich aus gelblichen Augen düster an. Ich habe nur einige Fragen an euch, also ich werde gehen, wenn ich hier nicht willkommen bin. Hände weg vor den Waffen oder ich muss mal zu meiner greifen. Nein, Tungel ist nicht so aggressiv. Gucken wir mal, ob wir noch, sie noch was fragen können. Du sollst Leine ziehen, Unterirdischer! Spreche ich nicht deutlich genug? Der Mann kommt bedrohlich einen Schritt näher. Also schön, ich werde gehen, wenn ich hier nicht willkommen bin. Du zuckst betont gleichgültig mit den Schultern und machst drei kleine Schritte nach hinten, ohne die Männer aus den Augen zu lassen. Also schön. Wenn ich hier nicht willkommen bin, dann gehe ich. Bock, 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 bock. Gut so. Und lass dir bloß nicht einfallen, zurückzukommen, um uns abzumurksen oder zu bestehlen. Wir stellen Wachen auf. Für unterirdischen Abschaum gibt es hier nichts zu holen. Ich
Ich bin kein Dieb und erst recht kein Mörder. Ich wollte nur sehen, was es mit dem Feuer auf sich hat. Verlasse die Männer wortlos und geht zurück auf den Weg. Nein, sagen wir das Erste. Das Blut pocht in deinen Ohren. Und etwas mutiger, als du dich fühlst, fährst du den Mann an. Ich bin kein Dieb und erst recht kein Mörder. Ich wollte nur sehen, ob... Ha! Alle Unterirdischen sind Diebe! Tauge nichts! Dir fällt es schwer, deine Stimme wieder unter Kontrolle zu bringen. Haben Sie schon viele Zwerge getroffen? Genug, um zu wissen, dass ihr alle dreckige Diebe seid. Ich glaube, ich bin die Sache falsch angegangen. Ich will keinen Streit. Denk nochmal nach. Ich bin ein Zwerg. Ich benutze meine Axt nicht zum Bäume fällen. Für wahr krass Angriff. Ich glaube, ich bin die Sache falsch angegangen. Ich will keinen Streit. Ja. Am nächsten Morgen flackern Bilder von Äxten, hasserfüllten Gesichtern, Fäusten und schweren Stiefeln durch deinen benebelten Verstand. Dein erster Versuch, dich zu regen, scheitert, als Schmerzen durch jeden Knochen, jeden Muskel und jeden Nerv deines Körpers schießen. Du brauchst lange, bis du dich aufgerichtet und im frühen Sonnenlicht deine Wunden versorgt hast. Von den Holzfällern fehlt jede Spur. Sie haben dich einige Meter vom Lagerfeuer entfernt ins Gebüsch geworfen, nachdem sie mit dir fertig waren. Das war nicht so toll. Aber sie haben mir wohl nichts geklaut. Auch gut. Das heißt, es geht jetzt hier unten über die Stadt weiter. Du reist das Ufer der Borda und siehst Deitzeldorf auf der anderen Seite. Jedoch keine Brücke weit und breit. Die Boote der Fischer gleiten über das in der Sonne glitzernde Wasser. Keiner der Männer scheint von dir Kenntnis zu nehmen, während sie ihre Netze auswerfen. Betrachte die Szene für eine Weile. Betrachtest das kalte, dunkle Wasser. Die Strömung erscheint dir so stark, dass sie sogar geübte Schwimmer mit sich reißen könnte. Und du selber bist nicht einmal ein Mittelmäßiger. In einem Buch hast du die Legende gelesen, laut der die Wassergöttin Elria die Kinder des Schmiedes nicht mochte und die Zwerge verfluchte, sodass sie außerhalb der Zwergenreiche in Gewässern unweigerlich ertrinken würden. Der Hauptgrund, warum Zwerge noch heute offenes Wasser meiden. Versuchen wir mal einen Fischer um Hilfe zu bitten. Du rufst dem nächsten Fischer zu. Er blickt nur kurz zu dir herüber, ehe er sich abwendet und seine Arbeit fortsetzt. Du wirst einen anderen Weg finden müssen, den Fluss zu überqueren. Du lässt das ruhige Ufer hinter dir und setzt deinen Weg fort. Ich merke gerade, hier ploppt ein Tooltip auf an der Stelle. Ich wäre eigentlich schon gerne neugierig, was da ist, aber ich möchte weiter nach Gutenauen. Ich kann ja über die Stadt da mal hin. Du blickst auf ein großes Dorf am Ufer der Warda hinab. Teile des Dorfes wurden auf Stelzen in den Fluss gebaut. Eine Holzbrücke überspannt das schnell fließende Gewässer. Eine große Holzpalisade wurde errichtet, um das Dorf vor Angriffen zu schützen. Schau auf die andere Flussseite. Das Land jenseits des Flusses. Du schätzt, dass du bald die Hälfte der Wegstrecke zum Schwarzjoch hinter dich gebracht hast. Doch noch kannst du den Berg am Horizont nicht ausmachen. Folge dem Weg hinab zum Tor. Die Wachen auf der Palisade beobachten dich. Ihre Rüstungen sehen gepflegt und gut gearbeitet aus. Der Schmied, der sie anfertigte, wusste, auf was es ankam. Daraus schließt du, dass die Männer auf den Schutz der Rüstungen angewiesen sind und sie nicht nur wegen der äußeren Wirkung tragen. Das sind sicher keine Dörfler. Klingt ja wie die Stadtmiliz. Okay, Herzschlag. Lagerfeuer. Während die großen Feuer so viel Hitze ausstrahlen, dass du dich ihnen kaum nähern willst, verbreitet das kleine Lagerfeuer angenehme Wärme. Es wäre der perfekte Platz für ein Nachtlager, würdest du denn vor dem Dorf übernachten wollen. Ich könnte mich hier aber noch weiter umsehen. Oder einfach mal in das Dorf reingehen. Noch habe ich ja genug Proviant. Ja, Orkschädel, oder? Orkschädel?
Du bezweifelst, dass es klug ist, die Scheusale mit den abgetrennten Häuptern ihrer Artgenossen zu verhöhnen. Ist normalerweise nicht klug. Das zweiflügelige Tor wurde aus kräftigen Bohlen gebaut. Solide, aber immer noch deutlich weniger massiv als die unbeweglichen Teile der Palisade. Hier wurde aus praktischen Gründen auf Sicherheit verzichtet. Nie eine gute Idee bei Festungsbauten. Ja, können wir da oben jemanden... Das ist nett, dass du schon auf uns zielst. Einige der Wachen beginnen zu tuscheln, als du dich dem Tor näherst. Hallo da oben! Was führt dich ins schöne Gutenauen? Und hast du unterwegs Orks gesehen, Unterirdischer? Der Mann, der sich über die Palisade lehnt, mustert dich aufmerksam. Ich bin ein Zwerg, wenn's recht ist, und ich verlange Einlass. Lass bitte, bitte ein, ich möchte nicht unter einem Himmel verbringen. Gutenauen ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Eine Tatsache, die du dir gerade ausgedacht hast. Lass mich ein, und ich werde anderen Reisenden davon berichten. So sehr ich es bedauere. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben die Tore verschlossen. Im Gesicht des Mannes kannst du kein Bedauern erkennen. Super. Eine interessante Dekoration habt ihr da. Euer Tor macht nicht den stabilsten Eindruck. Ich könnte mir das mal ansehen. Ich verstehe etwas davon. Ich schulde jemandem im Dorf noch 20 Goldstücke. Wache bestechen. Bleibt wachsam. Eine interessante Dekoration habt ihr da. Die Orkköpfe auf den Spießen sehen frisch aus. Eine Tatsache, die dir aus mehr als einem Grund Unbehagen bereitet. Die da werden Orks nicht abschrecken. Das hoffen wir doch. Je mehr Orkköpfe auf die Spieße wandern, desto mehr Goldmünzen wandern in unsere Taschen. Oder, Jungs? Ja! Wir haben schon genug Orks getötet, um zu wissen, wie sie ticken. Diese hässlichen Fratzen werden sie anstacheln. Und dann werden sie vor unseren Toren untergehen. Bis eine Armee kommt. Ich bin nicht sicher, ob die Söldner tatsächlich so viel vom Töten von Orks verstehen, wie sie sagen, oder ob sie einfach nur keinen Verstand haben. Wann habt ihr diese Orks getötet? Gestern. Haben erst ein paar Späher von ihnen erwischt. Abends haben die anderen dann versucht, sich an uns zu rächen. Mal sehen, wer heute kommt. Ihr könnt mich nicht hier draußen lassen, wenn Orks durch die Gegend schleichen. Wollt ihr, dass die Orks mich zerfleischen? Lasst mich rein! Zufrieden stellst du fest, dass deine Stimme weniger besorgt als anklagend klingt. Es ist alte Tradition, dass sich die freien Völker des geborgenen Landes gegen die Scheusale Tions beistehen. Der Söldner scheint seine Möglichkeiten abzuwägen, schüttelt dann aber den Kopf. Bring ein paar Meilen zwischen dich und uns, dann solltest du sicher sein. So sicher, wie man heutzutage sein kann. Okay, versuchen wir es mal mit dem Tor. Ich bin Schmied und ein Zwerg. Ich sage euch, euer Tor sieht zwar massiv aus, aber es wird einem echten Ansturm der Orks kaum standhalten. Das Gemurmel um ihn herum lässt den Mann innehalten. Jeden anderen, der das Bollwerk kritisiert hätte, hätte man ausgelacht und fortgescheucht. Aber wenn jemand etwas von Verteidigungsanlagen versteht, dann die Zwerge. Ein Zwergenschmied, der zufällig vor unserem Tor steht? Nun ja, ich bin ein Hufschmied, aber ich habe davon gelesen. Natürlich, ich bin im Blauen Gebirge für die Verteidigung der Hohen Pforte zuständig. Nein, seien wir ehrlich. Um der Wahrheit zu bleiben, ich kenne die zwergische Baukunst nur aus Büchern. Aber ich bin ein geschickter Handwerker und bin mir sicher, dass ich das Tor verbessern kann. Ein Bücherwurm! Willst du unser Tor mit Pappmaché verstärken? Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Du stoppst mitten im Satz. Das höhnische Gesicht des Söldners sagt dir... dass dieses Mal eine Notlüge den größeren Erfolg gebracht hätte. Du musst es anders probieren. Okay. Wachsam bleiben. Wenn ich etwas bemerke, werde ich schreien. Oh ja, worauf du wetten kannst. Das heißt, schlage dein Lager am Feuer auf. Probieren wir es einfach damit mal. Du überlegst, ob du am Feuer auf den nächsten Morgen warten sollst. Hier müsstest du wenigstens nicht frieren. Nach einer besseren Möglichkeit suchen. Ich denke, irgendwo im Dunkeln wird es wahrscheinlich... Betrachte das Gebüsch. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Alternative. Sollte das dein Bett für heute Nacht sein? Eine flache, kalte Kuhle unter einem Busch? Wenigstens würde man dich nicht sofort entdecken. Ja, da Tungil nicht sonderlich gut darin ist...
sage ich mal, zu kämpfen. Also anders als andere Zwerge. Ich meine, Tungil hat ja nicht mal eine ordentliche Rüstung an. Anders als die Zwerge, die wir in der ersten, im Prolog jetzt gespielt haben. Eigentlich würde ich mich am liebsten auf einem Baum verkriechen und nicht im Gebüsch schlafen. Aber gut. Nehmen wir es lieber hin, einen Schnupfen zu kriegen. Sollte das dein Bett für heute Nacht? Als du hast in der Nacht von aus zu Fleisch werden. Die Kälte ist dir in alle Glieder gekrochen. Besser frieren als eine Zielscheibe für Ork-Bogenschützen abgeben. Mhm. Wenn wir Pech haben, ist das Dorf nämlich jetzt schon längst dem Erdboden gleich gemacht. So, wir können weiterreisen. Ich will mal gucken, was da hinten ist. So, hier. Keine Verletzungen. Seelenschwimmen bringt uns überhaupt nichts, außer dass wir einen Haufen Rationen verplempert haben. Dein Weg führt dich zurück nach Gutenauen. Die Söldner auf den Palisaden halten nach Orks Ausschau und fragen dich, ob du welche gesehen hast. Doch du verneinst das. Sie winken dich durch das hölzerne Tor, das keinen besonderen... Mhm. Seit du Gutenauen verlassen hast, ist ein ungutes Gefühl dein ständiger Begleiter. Jedes Geräusch im Wald lässt dich befürchten, von einer Orkhorde entdeckt worden zu sein. Doch letztlich bringst du den Tag hinter dich, ohne auf Grünhäute zu stoßen. Es scheint, als würde Vrakas dir noch einen weiteren Tag im geborgenen Land gönnen. Das ist gut. Bei Einbruch der Nacht kommst du an einer großen Eiche vorbei und beschließt, deine Wanderung für den Tag zu beenden. Nahe der Eiche siehst du ein abgebrochenes Nachtlager mit einer Feuerstelle, die ein paar Tage alt zu sein scheint. Schlage dein Lager bei der alten Feuerstelle auf und leg dich schlafen. Schlage denn. Versuche wach zu bleiben. Ich kenne das hier aus den Büchern, deswegen nehme ich auch das letzte. Also ich schlage mein Nachtlager versteckt in der Krone der alten Eiche auf. Du ziehst dich den Stamm hinauf und ziehst anschließend dein Gepäck nach oben. Du bist bereit, wie ein Vogel auf einem Baum zu schlafen, wenn du dich dafür den Blicken der Orks entziehen kannst. Du schlingst ein Seil zweimal um deinen Bauch und den Stamm, um nicht versehentlich abzustürzen. Du schließt die Augen und träumst. Du siehst den Nordpass und riechst den frischen, eisigen Wind, der über die Spitzen der großen Klinge und der Drachenzunge streicht. Doch die Harmonie wird von dem scheußlichen Gebrüll der nicht enden wollenden Flut von Orks gestört, die sich unaufhörlich gegen die Befestigung wirft. Du riechst das ekelhafte grüne Blut der Orks und schmeckst das ranzige Fett ihrer Rüstungen auf deiner Zunge. Der bittere Geschmack verstärkt sich auf unerträgliche Weise und reißt dich aus deinem Traum. Du öffnest deine Augen und wunderst dich über die Helligkeit, da dir ein Blick in den Himmel bestätigt, dass es noch Nacht ist. Dein Blick wandert nach unten und was du siehst, lässt dir das Blut in den Adern gefrieren. Mhm. Das klingt schon mal nicht gut. Ich bin Sintoras von Zombalsur, mein Meister Nordon der Zweifache, der Gebieter über das Tote Land, hat euch, die Fürsten Toboribors, erwählt, um das Schwert zu sein, das den Süden erobert. Du meinst, wir sollen die Knochen hinhalten und uns von dem Magus töten lassen? Um Lord Ionan und die anderen wird sich gekümmert. Sei ohne Sorge. Eure Aufgabe ist es, im Süden für Ablenkung zu sorgen, bis der Plan meines Meisters aufgegangen ist. Und wer von uns soll Anführer sein? Derjenige, der das meiste Land erobert. Das heißt, Grabner wird der neue Großschloss sein. Er funkelt Uschnotz und Baschkuk böse an. Die Sippe der Grabner schwor, das meiste Land erobern. Niemals!
Wir werden die Städte der Rotbluter schneller überrennen, als ihr das Mark aus dem Knochen saugen könnt. Wir werden sehen. Du möchtest deinen Augen und Ohren nicht trauen. Wenn diese Scheusale Tions gemeinsam in den Krieg ziehen, dann stehen dem geborgenen Land verheerende Zyklen ins Haus. Das Einzige, was wir machen können, ist auf dem Baum sitzen bleiben und warten, bis sie weg sind. Die Nacht in der Eiche war die schlimmste deines Lebens. Die ganze Zeit hattest du Angst, von den Orks entdeckt und zerfleischt zu werden. Doch als die ersten Sonnenstrahlen die Baumkrone durchdrangen, brachen die Orks ihr Lager ab und zogen von dannen, ohne dich entdeckt zu haben. Beobachte die Lage noch etwas. Sicher. Dein Blick schweift über das verlassene Lager und du lauschst angestrengt auf jedes Geräusch in der Nähe. Du hörst und siehst nichts Verdächtiges. Ja, dann klettern wir mal runter. So, jetzt können wir uns noch in dem Lager umsehen und so die Feuerstelle. Dich überkommt das Bedürfnis, dich zu übergeben. Du hast die Geschichten natürlich gehört. Aber zu sehen, dass die Orks tatsächlich Menschen essen, ist etwas anderes, als darüber zu lesen. Das ist die Stelle. Wusste doch, dass es hier war. Na los, finde die bescheuerte Kette. Hier ein Froschknarr, vor dir. Ah, ein Unterirdischer. Genau richtig für ein Frühstück. Unterschied, genau richtig. Zieh deine Axt und stell dich den Orks entgegen. Wirf deine Axt nach dem Anführer und versuch zu fliehen. Nein, es ist keine gute Idee, die Axt liegen zu lassen. Du weißt, dass du kein Kämpfer bist. Doch du willst dich den Orks wie ein Kind des Schmieds stellen. Vielleicht schaffst du es wenigstens, einen von ihnen zu töten und damit vor Vrakas nicht ganz so unzwergisch zu erscheinen. An mir werdet ihr zu beißen haben. Vrakas hat uns aus Stein gemacht. Das klappt schon mal nicht sehr gut. Oink, oink, kleines Schweinchen. Beim Bart der Beruins, wie hast du es geschafft, deine Waffe zu verlieren? Los, hol sie dir und halte dieses Mal gut fest. Hey, das war meiner. Du bist einfach zu langsam, Bruderherz. Zu langsam? Na, warte. Ja, die beiden Zwergenbrüder. Ach, wie heißt der eine? Der eine heißt Boindil und der andere heißt... Und jetzt? Beondal. Einer von beiden heißt sogar Ingamisch, soweit ich es noch richtig weiß. Klingensturm, eine Vielzahl von Schlägen passt auf Gegner vor ihm ein. Ja, schön. Eruption. Ja? Tungel ist halt kein Krieger. Also helfen wir mal ein bisschen. Hier kommt dein. Er hat sich das Sturm gewehrt. Oh, da hinten sind Bogenschützen, das auch noch. Und jetzt? Aber klar. Geh mal hier hin und Klingensturm. In Ordnung. So. Haben wir sie mal um. Das ist Pech für dich. Ja? Oh. Zu einfach. Tonge sollte mal hier dringend raus. Sofort. Was denn? Was ist? Einen Moment Geduld. So. Einverstanden. Schluss damit. Der sieht nämlich leider nicht ganz so gut aus. Deswegen halten wir ihn mal ein bisschen raus. Du?
machst den hier. Zu einfach. Was denn? Und ich würde mal sagen, du kümmerst dich da hinten um die Bogenschützen. Ich brauche hier Hilfe. Schnell. Was ist? So gut wie erledigt. Hier ja, du hilfst. Tungil? Und dann machen wir hier weiter. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Sehr gerne. Da versuchen wir mal den Orkbogenschützen loszuwerden. So, schlagen die K.O. Einer weniger. Ja? Auf den Weg. Sofort. So, und weg mit denen. Hier kommt dein Ende. Was denn? Du bist nicht der Rede wert. Ich hab nicht so fest zugeschlagen. Aber du nervst auch. Ja, ja. Absolute Kreatur. So, das war's mit den Orks. Oik, oik! Ja. Schon? Keine Orks mehr da? Das ist gut inkamisch. Gekämpft, junger Freund. Bist du zufällig Tungdil? Gut gekämpft? Der hat doch gekämpft wie ein... Boindil, was erwartest du? Er ist bei den Menschen aufgewachsen. Wer seid ihr und woher kennt ihr meinen Namen? Mein Name ist Boindal Pinhand vom Clan der Axtschwinger. Das ist mein Bruder Boindil Zweiklinge. Wir wurden geschickt, um dich zu suchen. Nenn mich Ingrimsch. Gibt's hier noch mehr Schweineschnauzen? Ihr wollt geschickt, mich zu suchen? Es gibt hier mehr Orks, als sich irgendjemand wünschen könnte. Gestern Nacht fand ein Treffen statt. Die Albe dienen einem gewissen Not-On, der sich selber Herr des Toten Landes nennt. Sie haben 3 Orkrotten angestachelt, für Unruhe im Süden zu sorgen. Hast du das gehört, Boindal? Schweineschnauzen! Die Albe aus Zonbalsur und die Orks aus Toboribor machen gemeinsame Sache? Und könnten sich mit den Orks aus dem Toten Land verbünden. Die Zwillinge sehen dich ernst an. Ihr alle wisst, was das für die Bewohner des geborgenen Landes bedeuten würde. Ihr wurdet geschickt, um mich zu suchen? Ihr seid wahrlich im rechten Augenblick erschienen, aber seid ihr sicher, dass ihr mich sucht? Großkönig Gundrabur schickt uns, dich in den Süden zu bringen, ins Reich der Zweiten, zur Festung Ogertod. Dann habt ihr den Brief meines Meisters erhalten. Und ich bin ein Zweiter? Naja, so in der Art, schätze ich. Ja. Wir müssen den Zwergen gegen die Orks beistehen. Ich weiß, was du sagen willst. Aber unsere Aufgabe ist es, dich unbeschadet zur Festung Ogertod zu bringen. Ich dachte, die Aufgabe der Zwerge sei es, Unschuldige im geborgenen Land zu beschützen. Lot Ionan und König Broron werden sich um die Orks kümmern. Wir drei müssen vorsichtig sein. Du bist nicht gerade ein Kämpfer. Aber er hat ein breites Kreuz und breite Hände. Aus ihm könnte was werden. Und wenn man die Chance hat, ein paar Orkschädel zu spalten, sollte man das auch tun. Bevor ich nach Ogertod gehen kann, muss ich dort Ionans Auftrag erfüllen. Was will der Großkönig von mir? Hat man meine Familie gefunden und der Großkönig will mich zurück in seinen Stamm holen? Nee, du bist kein Zweiter. Du bist ein Vierter. Und du sollst... Das wird dir der Großkönig erzählen, sobald wir in Ogertod sind. Wir sollten aufbrechen. Bevor ich nach Ogertod gehen kann, muss ich dort Ionans Auftrag erfüllen. Ich werde euch gerne ins Reich der Zweiten folgen. In Wahrheit gibt es kaum etwas, das ich lieber täte. Aber ich muss zunächst zum Schwarzjoch reisen und einem ehemaligen Famulus-Lot Ionans einige Dinge überbringen. Das Schwarzjoch liegt nicht gerade auf unserem Weg. Es liegt auf meinem Weg. Sobald ich Lot Ionans Auftrag erfüllt habe, können wir in den Süden aufbrechen. Den Dickkopf eines Zwerges hat er schon mal. Vielleicht können wir unterwegs sogar einen richtigen Zwerg aus ihm machen. Also gut, wir begleiten dich. Je schneller wir diesen Famulus gefunden haben, desto schneller können wir zurück in die Berge. Unterwegs muss ich eine Brieftaube zu Lot Ionan schicken. Und falls wir unterwegs auf ein paar Orks stoßen sollten? Du gefällst mir, aber wir müssen dir einen anderen Namen geben.
Bulofa. Das ist so gut wie Lismith, Praddelquatsch oder Blüftimüff. Es ist dumm, sinnlos und beileibe kein Ehrenname. Was kannst du gut? Ich kann lesen. Lesen? Super. Du bist ein Gelehrter. Oh, Erfahrungspunkte, sehr schön. Ja gut, die beiden sind schon Level 4, das erklärt schon einiges. Lebenspunkte sehen nicht ganz so gut aus. Man merkt, dass Böndal ein bisschen mehr auf Defense geht als Boindil. Ja, Tungdil ist halt Tungdil. Gut, Level 2. Oh, wir können eine Fähigkeit auswählen. Ausfähiger. Tungdil zieht einem Gegner die Beine weg, sodass dieser stürzt. Ein seitlich geführter Schlag, der mehreren Pfeilen Schaden zufügt und sie zur Seite wirft. Macht die Wucht von Tundisation und Angriffen steigen sich für kurze Zeit. Gegner stürzen lassen oder der Schwinger ist, glaube ich, besser. Du fandest genug Rationen. Einen kleinen Heiltrank. Gold. Talisman der Heilung. Gar nicht mal so schlecht. Gut, dann würde ich sagen. Warum auch immer unter Guttenauen eine Zahl steht. Ah ja. Rucksack des Famulus, Not-On der Zweifache. Also neue Quests. Und eine Quest für Ablenkung im Süden. Ich könnte also nach Guttenauen und mich um ein paar andere Dinge noch kümmern. So nebenquestmäßig. Hier sind Reiter des Königs in Talburg. Da wäre eben die Ork-Horde, die ich anstacheln könnte. Und in Guttenauen sieht es auch so aus, als ob da eine Ork-Horde wäre. Und da wäre auch eine Ork-Horde. Ja gut, aber ich speichere jetzt mal. Neuer Spielstand. Let's Test 001. Speichere ich das Ganze jetzt mal. So, das war's dann eben für das Let's Test. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dazu ein Let's Play machen will. Weil ich habe schon zwei Projekte am Laufen und zwei in Planung. Also ja, jetzt laufen noch zurzeit Dark Souls 2 und Game of Dwarves und danach kommen Tyranny und Legend of Rimrock, Labyrinth of Liars hinzu. Ich werde ja mal sehen, was ihr von dem Let's Test haltet. Und eigentlich wollte ich gerne mal wieder was für mich selber spielen. Also gut, wir werden ja sehen, ob wir uns hier wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Test. Wir sehen uns dann. Bye bye.